Ja, hallo, mein Name ist Thomas Kleinhofink. Ich bin Produktmanager bei der Firma Bergmann. Und wir sind hier heute in der Nähe von Usedom. Hinter mir sehen wir das Tellerstreuwerk V-Spread in Kombination mit dem Universalstreuer TSW 6240W. Das Besondere am V-Spread ist die V-förmige Form, mit der wir Arbeitsbreiten bis zu 36 Meter erreichen können. Diese internen Tests, die wir bisher gemacht haben, möchten wir jetzt gerne validieren lassen und daher sind wir an die DLG herangetreten. Was alles in diesem DLG-Test drinsteckt, wird uns gleich der Herr Schuchmann weiter erläutern. Ja, mein Name ist Georg Schuchmann. Ich bin Prüfingenieur im DLG-Testzentrum in Großumstadt. Dort sind wir ca. 30 Personen und wir testen Traktoren, Anbaugeräte für die Traktoren, Erntemaschinen und Betriebsmittel. DLG-Anerkanntprüfung, was heißt das genau? Also worauf kommt es in diesem Test eigentlich an? Ja, Ziel unseres Vorhabens ist es, dass die Firma Bergmann unser Prüfzeichen, das DLG-anerkannt, verliehen bekommt. Und in diesem Fall muss ich der Streuer erstmal behaupten. Wir bringen mit dem Streuer einmal 10 Tonnen pro Hektar Stallmist aus und einmal 30 Tonnen. Und wir testen dabei, wie die Querverteilung und wie die Längsverteilung ist. Hinter uns sieht man ja jede Menge Equipment und auch einen Haufen Schalen. Was hat das mit diesen Schalen auf sich? Okay, wir haben jetzt hier 140 durchnummerierte Schalen aufgestellt. Und mit dem zu prüfenden Streuer fahren wir jetzt quasi über diese Schalenreihe drüber. Und der Streuer, der wirft den Mist 35 Meter nach rechts und 35 Meter nach links. Und wenn er dann mit dem Streufächer über die Schalen fährt, dann legt sich in jeder Schale eben entsprechend der Mist ab. Und nach dieser Überfahrt wird jede Schale einzeln verwogen. Also alle 140 Schalen werden dann nacheinander zu dem Pavillon getragen. Und der Mist wird dann in eine neue Schale überführt. Die wird vorher tariert. Und diesen Wiegewert übertragen wir dann in unsere Auswertung. Und wenn alle 140 Schalen gewogen sind, können wir das Verteildiagramm erstellen. Das ganze Equipment zur Messung, also die Waage, die steht ja in einem Zelt. Wofür ist dieses Zelt? Ja, wir haben leichten Wind und damit dieser Wind die Wägung nicht beeinflusst, haben wir einfach die Waage eingehaust und somit können wir die Wiegung fehlerfrei durchführen. Die Längsverteilung ist ja auch immer ein Thema. Diese Prüfung nehmen wir ja auch ab. Wie geht das technisch? Also wie läuft das technisch ab? Okay. Wenn wir die Längsverteilung ermitteln, dann machen wir das stationär am Misthaufen. Dazu wird der Streuer erstmal so beladen und dann wird der Streuer einmal komplett am Haufen entladen. Und wir ermitteln die Masseabnahme pro Sekunde. Und der Streuer ist mit Wiegezellen ausgestattet und um die Masseabnahme pro Sekunde zu ermitteln, nutzen wir die Bergmann Wiegezellen. Die haben wir vor 2 Wochen in Goldenstedt validiert und wir wissen, wie genau die sind und daher nutzen wir diese Technik in diesem Test. Und das Ziel ist, dass die Masseabnahme über die komplette Entladedauer gleichmäßig ist. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, Herr Schuchmann. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf die Testergebnisse. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Unterstützung. Sehr gerne.
Ja, wir haben jetzt heute die Querverteilung ermittelt, einmal mit 10 Tonnen Steinmist pro Hektar und einmal mit 30 Tonnen Steinmist pro Hektar. Und wir haben jetzt von dem letzten Versuch alle 140 Schalen verwogen. Die haben wir hier in unser Programm eingegeben und die Auswertung ist jetzt gemacht. Und nun sehen wir hier auf dem Bildschirm das Auswertdiagramm. Wir haben auf der unteren Achse ist die Arbeitsbreite aufgetragen und auf der rechten Seite die Ausbringmenge in Tonnen pro Hektar. Und jetzt sehen wir diese rote Linie und an der roten Linie sieht man, dass mit zunehmender Arbeitsbreite, also mit zunehmendem Fahrspurabstand, natürlich die Ausbringmenge pro Hektar abnimmt. Und auf der anderen Seite ist hier der Variationskoeffizient aufgetragen. Der Variationskoeffizient ist eine statistische Maßzahl, die was über die Querverteilung aussagt. Und je kleiner der Variationskoeffizient ist, desto besser ist die Querverteilung. Und nun sehen wir, dass also der Variationskoeffizient mit zunehmender Arbeitsbreite höher wird. Die Querverteilung, die nimmt also von ihrer Güte her ab. Aus landwirtschaftlicher Sicht ist dieses Ergebnis aber gut. Wir sehen, dass wir jetzt also bei einer Arbeitsbreite von 36 Metern einen Variationskoeffizient von maximal 15% haben und das bewertet die DLG mit einem Gut. Die Streubreite ist hier aufgetragen, 35 Meter nach rechts und 35 Meter nach links. Und diese grünen Säulen, das sind jetzt die Werte, die wir mit den Wägungen der Schalen ermittelt haben. Und jetzt sehen wir auf der rechten Seite blaue Säulen, das ist quasi die Anschlussfahrt auf der rechten Seite. Und wir sehen auf der linken Seite die gelben Säulen, das ist quasi die Anschlussfahrt auf der linken Seite. Und die gesamte Streumenge ergibt sich dann aus der Summe, das ist also diese schwarze Linie, die sich durch die Aufsummierung der Säulen ergibt. So, heute ist der zweite Tag des DLG-Anerkanntstests. Hinter mir sehen wir ja schon, wie der Streu beladen wird. Gleich findet ja die Längsverteilung des Tests statt. Und die Längsverteilung wird hier in dieser Einbuchtung stattfinden. Herr Schuchmann hat ja schon erklärt, wie das alles funktionieren wird oder wie das ablaufen wird. Wir schauen uns jetzt aber nochmal gemeinsam noch einmal, wie der Streu aufgebaut ist, beziehungsweise wie die Wiegezellen aussehen. So, hier befinden wir uns jetzt am Streuer und hier sehen wir jetzt auch eine der 8 Wiegezellen. Mit diesen Wiegezellen messen wir die Beladung und gleich auch die Abnahme der Beladung während des Tests der Längsverteilung. Während des Tests setzen wir auch unser Extra Rate ein. Das wird auch in Fachkreisen Wiegekompensation oder dynamisches Wiegen genannt. Okay, wir sehen jetzt hier auf diesem Diagramm die Auswertung zur Längsverteilung. Das sind die 10 Tonnen Stallmist pro Hektar. Wir sehen hier vorne den Beginn des Entladeprozesses. Hier hinten sehen wir das Ende des Entladeprozesses und hier unten ist quasi die Entladedauer aufgetragen. Wichtig bei der Längsverteilung ist, dass die Werte in Kilogramm pro Sekunde, die den Streuer verlassen, in einem gleichen Bereich liegen. Und von der Auswertung her ist es so, wir ermitteln zunächst die gleichbleibende Streumenge, die ist hier gezeigt durch diese rote Linie. Und dann gibt es hier eine Streckung
Das wird jetzt hier einmal ein Wert von 15% hier draufgeschlagen. Das ist diese rote gestrichelte Linie und einmal von 15% abgeschlagen. Das ist die sogenannte Toleranzzone. Das Ziel ist, dass die Mehrheit der Werte in dieser Toleranzzone liegen. Und hier in diesem Test lagen jetzt 84% der Messwerte innerhalb dieser Toleranzzone und das bewertet die DLG mit sehr gut. Einen Variationskoeffizienten haben wir noch berechnet, der liegt hier jetzt bei diesem Test bei 5,4% und auch das wird von der DLG mit sehr gut bewertet. Herr Schuchmann, wir haben die ersten Tests an dem V-Spread in Kombination mit dem TSW 6240W gemacht und vielleicht können Sie ja einmal kurz ein kurzes Fazit zusammenstellen. Genau, wir haben jetzt die Querverteilung, die Längsverteilung ermittelt, jeweils mit 10 Tonnen pro Hektar und 30 Tonnen pro Hektar Stallmist. Bei der Querverteilung waren die Ergebnisse gut, auch bei Arbeitsbreiten von ca. 30 Metern und die Ergebnisse der Längsverteilung waren beide sehr gut. Da geht es ja zum einen um die Streckung innerhalb der Toleranzzone. Die lag bei über 80%. Das bewertet die DLG mit sehr gut. Und der Variationskoeffizient, der auch eine Aussage über die Gleichmäßigkeit gibt, wird auch mit sehr gut bewertet. Wir fertigen nun mit den Ergebnissen einen Prüfbericht an, der dann zeitnah auch auf der Homepage der DLG veröffentlicht wird. Herr Schuchmann, vielen Dank nochmal für die Erklärung. Wir werden auf jeden Fall heute und morgen noch zwei andere Tests noch durchführen lassen und von Herrn Schuchmann prüfen lassen. Und diese Ergebnisse stehen natürlich noch aus. Auf jeden Fall möchten wir ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Danke.